Für uns ist es selbstverständlich, dass wir eine Tourkarte haben. Es gehört dazu, zu unserer Freizeit. Und wir haben seit Anfang eine Tourkarte. Und die Leistung ist einmal gut, einmal weniger gut. Mit dem muss man umgehen können. Ich bin immer an dem Match, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Ja, dann erst recht. Es ist immer noch spannend. Es ist schön im Stadion. Man kennt viele Leute. Man hat spannende Matches. Und es macht immer noch Freude. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und die Stimmung hier, die Freunde rundherum. Ich komme ja von der Nähe von Zürich, seit ich 11 bin. Und das ist absolut das Beste, was es geht im Moment. Wir haben schon Nazi B erlebt, wir haben schon auf und ab erlebt, das gehört dazu. Und für das leben wir einfach. Ja, ich bin nicht sicher, ob es immer spannender ist, wenn man das siebte Mal hintereinander Meister ist, oder ob es jetzt spannender ist. Ich würde fast sagen, es ist jetzt spannender. Und man kann wieder etwas gewinnen, man kann nicht nur verlieren. Von dem her ist das jetzt, haben wir eigentlich mehr zu gewinnen jetzt. Von dem her spannender jetzt. Jetzt gilt es, die Saisonkarte zu verlängern. Einerseits natürlich eben die Emotionen, die immer sind, die bei den Live-Match natürlich ganz etwas anderes ist wie im Fernsehen. Andererseits aber natürlich auch zum Freundentreffen. Wir haben seit der Schulzeit drei Kolleginnen zusammen eine Saisonkarte und treffen uns. Das ist unser gemeinsames Hobby, der FCB-Match und gemeinsame Liebe. Und darum kommen wir hier hin. Der FCB-Fan ist man und das bleibt man. Und jetzt gibt es nur eins, FCB oder gar nichts.